Willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Schwarz 2. Jo, wir sind hier gerade in dem Pokémon Tournament. Ist das so? Glaube ja. Und wir sollen jetzt hier wohl kämpfen. Wir sollen mit der dann sprechen. Ja, Pokémon World Tournament, so heißt das. Teilnehmen? Ja, doch wollen wir. Maria-Turnier, genau, an dem sollen wir sogar teilnehmen. Wähle Pokémon aus. Wie viele sollen wir denn jetzt auswählen? Auf jeden Fall kommt Jonas mit ins Boot. René kommt mit ins Boot. Wie viele sollen wir noch weiter? Wenn wir nur drei, ich vermute nämlich, wir dürfen nur drei. Dann wer von den beiden? Michelle oder Nico? Michelle macht eigentlich... Ja doch, nehmen wir mal Michelle. Tut mir leid, Nico, aber... Wir nehmen Michelle aus dem vollen Grund mit Bodenattacken, können wir halt auch noch einiges anrichten. Obwohl, eigentlich hätte René auch noch eine Bodenattacke. Ja, gut. Nehmen wir einfach mal die beiden. Ich hoffe mal, wir bereuen es nicht. So, wir kämpfen erstmal laut Touchscreen gegen Retro. Ja gut, gegen den haben wir schon öfters gekämpft. Gibt es noch ein paar andere coole Dudes. Einzelkampf, okay, ist das. Das sind die Pokémon-Trainer, die am Turnier teilnehmen. Akomas, den kennen wir. Den kennen wir. Und Shion kennen wir. Aber die anderen sagen mir jetzt nichts. Okay. Das heißt, erstmal gegen Retro. Oh. So ist es denn. So ist es endlich soweit. Ne, es ist endlich soweit. Das Maria-Turnier ist eröffnet. Zum ersten Kampf tritt an Dennis. Applaus bitte für einen Trainer auf der Suche nach einem bestimmten Pokémon und neuen Wegen, sich zu stehlen. Runde 1. Retro gegen Dennis. Jeder setzt 3 Pokémon ein. Und mal sehen, wer wird gewinnen. Turner, der alte Haudegen, liebt es echt aufzufallen, was? Aber das soll jetzt eigentlich gar nicht das Thema sein. Stürzen wir uns also rein ins Getümmel und tragen einen Pokémon-Kampf aus. Ich hab mich jetzt hier angeschrien. Egal. Trainer Retro. Jetzt schreibe ich hier mehrere an. Ich bin auch im falschen Channel. Warte, weil ich nicht im Aufnahmechannel war, ist das halt jetzt das Problem gewesen, dass ich halt jetzt angeschrieben wurde. Shit, na egal. Jetzt bin ich im Aufnahmechannel, bedeutet jetzt aber auch, kann mich keiner mehr anschreiben. Oder sie dürfen zumindest nicht. Oh, verkokelt, gleich am Anfang. Aber da können wir gleich mal mit Michelle was machen. Ich weiß nicht, welchen Zweityp verkokelt hat, ob er überhaupt einen Zweityp hat. Auf jeden Fall Bodycheck. Das kann sehr, sehr viel Schaden machen. Ja, natürlich ein Volltreffer. Ist ja klar. Weil es immer ein Volltreffer ist. Natürlich. Es ist immer ein scheiß Volltreffer. Ich raste aus. Ich raste hier wirklich aus. Das ist ein Glück nicht sehr effektiv. Tja, Michelle ist leider weg. Wegen Betrug. Aber, naja, was soll man machen? So, was kommt jetzt in den Kampf? Ah, wir dürfen nicht wechseln. Sodachita, das ist die Weiterentwicklung von Sodamak. Da kann auf jeden Fall Jonas was machen. Da wechseln wir mal kurz. Siedewasser. Na gut, das ist halt nicht sehr effektiv, aber kann verbrennen. Das ist das Problem. Ja, doch. Wir haben so ein Pech, ey. So, Laubklinge. Greift du da als erstes an. Es macht halt nicht viel Schaden. Es ist mal wieder ein scheiß Volltreffer. Mann! Wehe, der besiegt jetzt mein Pokémon. Aber
Der Feuerschaden wird Jonas Glaube besiegen. Hey, mal wieder wegen einem Volltreffer. Ja, natürlich. Ey, was ist mit den EP? Die darf Jonas nicht kriegen, oder wie? Also hier gibt es ja keine EP, weil es einfach eine normale Kampfarena ist. Da gibt es keine EP, stimmt. Navitop, och nee. Das hat effektive Attacken. Obwohl, das ist normal effektiv. Machen wir mal Metallklaue. Ja, natürlich Scanner. Ich weiß nicht. Aber Metallklaue ist eine Step-Attacke und ist normal effektiv. Daher. Windschnitt. Das ist normal effektiv, richtig? Richtig. Wegen dem Stahltyp. Den ja René jetzt hat. Angriff steigt. Ja, Ruheort, aber dadurch schläft er, glaube. Oder nicht? Er musste durchschlafen. Nee, natürlich nicht. Ah. Aber wir haben es besiegt. Sehr schön. Und eins geht an Dennis! Hey, trotz Betrug hier jetzt jemand. Zwischenzeitlich, als Michelle gestorben ist und dann nach Jonas, dachte ich, hui, das könnte gleich ein Game Over geben. Vom Verlierer des Kampfes mögen solche Worte zwar nicht viel wert sein, aber es ist eine wahre Freude, dein Pokémon beim Kämpfen zuzusehen. Sie scheinen dabei wirklich eine Menge Spaß zu haben. Ja. Danke dir, Retro. Ja, es bringt kein schlechter Verlierer. Wie schlagen sich wohl die anderen Herausforderer? Meine Damen und Herren, richten Sie Ihren Blick nun bitte auf den Bildschirm. So, Dennis gegen Retro, da hab ich weiter. So, hier? Bestimmt Schieren. Ja, natürlich. Da, keine Ahnung von den beiden. Da wird Acromas. Ja, natürlich. Und beim anderen Kampf wird es natürlich Acromas gewinnen von den beiden. So, voll stimmt. Kommen wir nun zum nächsten Kampf. Ein junger Trainer, der unbeirrt seinen Idealen folgt. Er kämpft unermüdlich, um sie eines Tages zu verwirklichen. Sein Name, Shion. Okay. Shion gegen Dennis in der zweiten Runde. Kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr es mich freut, wieder einen Kampf gegen dich bestreiten zu dürfen. Immerhin warst du es damals, der mich als erster herausgefordert hat, nachdem ich Arenaleiter geworden war. Ah, es war der Arenaleiter, okay. Ich bin schon sehr gespannt, was du auf deinen Reisen alles über die Pokémon gelernt hast. Und ob es dir auch gelungen ist, deine Bande zu ihnen zu befestigen. Also, zeig mir doch mal, was Sache ist. Okay, wenn du das willst, machen wir es gerne. Das machen wir sehr, sehr gerne. So, ein Bisbug wird als erstes eingesetzt. Puh, Weiterentwicklung von Terrybug? Ist die Endentwicklung? Huiuiui. Wir greifen mit Jonas als erstes an. Machen wir mal eine Laubklinge. Ist normal effektiv, aber ich möchte jetzt auch nicht zu René zwischendrin wechseln. Ja, macht schon mal ein bisschen Schaden. Die Hälfte, von daher sollten wir das jetzt besiegen können. Da mache ich mir jetzt auch eher weniger Gedanken, es sei denn, es passiert mal wieder irgendein Betrug. Das war der Normaltrainer, der mit den Normal-Pokémon, von daher passt das auch. Komm Jonas, einfach weiter, Mann. Einfach weiter. Drauf da. Ja, sehr schön. Weckruf, ja gut. Es macht mehr Schaden, wenn unser Pokémon schlafen würde. Aber das tut's nicht, daher. Keine Probleme und wir kommen hier super durch. Okay, wir sind auch 7 Level drüber. 7 fucking Level. Das ist schon krass. So, guck mal, der könnte ein bisschen schwieriger werden, aber mal schauen. Laubklinge ist halt einfach auch eine starke Attacke. Boah, ja, nice. Hat irgendwer mich überhaupt angegriffen? Ja, einmal wurde ich angegriffen. Tschüss. Das war gar kein Problem. Da war Retro doch nochmal schwieriger. Aber haben wir nicht in der letzten Runde mit Michelle angefangen? Ich glaube schon. Warum fangen wir jetzt hier mit Jonas an? Oder wechselt sich das aus? Naja, wenn, dann soll es mir egal sein.
Ich weiß, dass ich dank meiner Pokémon überhaupt erst so weit kommen konnte. Für mich steht jedenfalls fest, dass wir uns viel mehr Gedanken darüber machen sollten, warum uns die Pokémon eigentlich immer so aufopfernd zur Seite stehen. Und zwar weniger aus der Sicht eines Trainers, sondern und somit als Herr über seine Pokémon, sondern ganz auf Augenhöhe, quasi von Lebewesen zu Lebewesen. Ja. Damals als Arenaleiter war er viel, viel stärker, aber es lag auch daran, dass wir damals noch keine Kampfattacken hatten, generell noch keine Step-Attacken so richtig. Und jetzt können wir schön variieren, was ja auch sehr, sehr zum Vorteil für uns ist. Wir werfen nun einen Blick auf den Bildschirm und schauen mal, wie die anderen Trainer sich geschlagen haben. So, hier haben wir natürlich gewonnen und hier Akromas. So, und jetzt kämpfen wir gegen Akromas um den Titel hier im Finale. Mit diesem Kampf hat Dennis eine Chance auf einen ersten Titelsieg beim Pokémon World Tournament. Dennis betritt die Arena. Maria Turnier, das Finale. Der Gegner betritt nun die Arena. Und hier haben wir Akromas. Er hofft, seinen Pokémon all ihre Kräfte entlocken zu können. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Der könnte stark sein. Ich weiß nicht, was er für Pokémon einsetzt. Das Finale. Akromas gegen Dennis. Als Akademiker bin ich freilich stets auf der Suche nach verifizierbaren Fakten, nach der wissenschaftlichen Wahrheit, wenn man so will. Ganz konkret möchte ich die Kräfte der Pokémon ergründen. Wie gelingt es einem am besten, in ihre Kräfte zu entlocken? Ich hoffe eher, der Clou dahinter ist nach wie vor das Vertrauensverhältnis, das sich zwischen einem Trainer und seinem Pokémon besteht. Ich bin schon sehr gespannt, ob du mir die Richtigkeit meiner Annahme gleich bestätigen wirst. Let's go! Drei Pokémon, ist ja klar. Was setzt er als erstes ein? Magneton. Okay, da bräuchte ich mir René. Wir greifen mit Jonas als erstes an. Ich wechsle zu René. Da bräuchte ich jetzt nämlich eine Kampfattacke. Und da um was Gutes ausrichten zu können, weil... normalerweise könnten wir mit Elektro, mit Boden was gegen Elektro machen, aber Magneton hat wahrscheinlich Schwebe oder so. Problem ist jetzt, dass René paralysiert ist. Trotzdem versuchen wir einfach mal. Och nee. Paralyse und Verwirrung. René. Ey. Das ist jetzt doof. Ist nicht mehr verwirrt. Sehr gut, René. Wow. Hui. Dank Robustheit hat es überlebt. Aber... ja, wir haben leider keine Attacke, die, glaube ich, einen Erstangriff garantiert, genau. Es gibt ja hier L gedrückt halten, dann kriegen wir hier eine Info. War das nicht so? Es wurde uns gesagt, L gedrückt halten. Oder war es R? Da gab es doch so einen Tipp, wie wir im Kampf die Attackenbeschreibung sehen können. Oder habe ich das falsch verstanden? Keine Ahnung. Machen wir nochmal Kraftwelle. Einfach aus Sicherheit. Ich hätte ja sagen können, dass er einen Trank oder so einsetzt. So, Magneton ist besiegt. Pygraulon. Was ist das? Was ist das für ein Vieh? Was ist das? Heilblockade. Wir können unsere Pokémon jetzt nicht heilen. Wir sind paralysiert. Es sieht fast auch so ein bisschen wie Kampf aus oder Psycho. Irgendwie so. Es scheint Psycho zu sein. Oh, Psycho, scheiße, das ist sehr effektiv. Oder normal effektiv. Okay. Das ist jetzt nicht sehr effektiv. Machen wir mal Finster Aura oder mit. Was ist gegen Psycho effektiv? Ist Unlicht effektiv? Ich weiß es nicht. Mit Unlicht kenne ich mich einfach zu wenig aus. Ach shit. René. Ja, drauf gehen lassen. Wir versuchen noch Metallklaue. Ja, schade. Hast gut gekämpft, René? Wir wechseln jetzt zu Jonas oder zu Michelle. Michelle hat doch auch Steinnagel, genau. Machen wir mal Steinnagel. Es ist normal effektiv. Ich glaube, die Psycho-Attacken sollten jetzt nicht so viel Schaden machen. Hoffe ich zumindest. Ey, diese Heilblockade.
Ja, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Komm doch mal. Mist. Jetzt kommt Süßstrahl. Ist die Frage, wie viel zieht das ab? Nicht ganz die Hälfte und es ist weg. Sehr schön. Klick. Auch nicht schon wieder ein Stahl-Pokémon. Und schon wieder eins, was bestimmt Schwebe hat. Ey, mit Boden haben wir jetzt hier ordentlich verschissen. Ladevorgang. Aber, weil, das ist eigentlich ganz gut wegen Elektro jetzt. Elektroattacken haben bei uns gar keine Wirkung. Das war jetzt ein Volltreffer und ist sehr effektiv. Wir machen es mal weiter. Er kann ruhig Ladevorgang weiterhin machen. Was steigt denn eigentlich? Spezialverteidigung. Komm, weiter, weiter, weiter. Und eine Bodenattacke brauche ich erst gar nicht probieren. Der wird so oder so Schwebe haben. Ich hoffe nur, dass Steinhacke jetzt immer trifft. Bis jetzt sieht es sehr, sehr gut aus. Komm noch einmal. Komm, Michael, das schaffst du. Hat er keine andere Attacke? Wahrscheinlich hat er nur Elektroattacken oder so. Sehr schön. Gut, Jungs und Mädels, wir haben es geschafft. Und der Sieg geht an Dennis! Yay! War nicht einfach jetzt. Wusste ich es doch. Deine Pokémon scheinen wirklich glücklich zu sein. Glücklich, die ihnen innewohnenden Fähigkeiten auch einsetzen zu können. Maria Turnier, das war's, liebes Publikum. Freuen Sie sich schon auf das nächste spannende Turnier. Herzlichen Glückwunsch, das folgende Turnier gewonnen. Maria-Turnier. Ausgezeichnet, Dennis. Du hast das Turnier gemeistert. Hier hast du deine Gewinnpunkte. What? Nur ein Gewinnpunkt? Für ein Win. Ein Gewinnpunkt. Wer ist das? Achso. Gut gekämpft, meine Freunde. Solche Kämpfe machen anderen Trainern und nicht zuletzt auch mir die Teilnahme am Turnier äußerst schmerzhaft. Hey, kommt schon, Leute. Wie wäre es mal ein bisschen mehr Einsatz? Beim Kampf müssen die Fetzen fliegen. Ich werde auch euch die Flausen schon noch austreiben. Wenn ich kämpfe, wird dem Publikum glatt die Spucke wegbleiben. Okay. Ja, habe ich so gesagt. Und schon sind wir im Geschäft. Wenn das so weitergeht und sich hier Spitzentrainer aus aller Welt versammeln, steigt auch das Niveau der Kämpfe. Nicht nur das, auch Maria City wird von dem ganzen Rummel profitieren und weiter wachsen. Das wiederum bringt noch mehr Geld in die Kassen. Also, ich hoffe, ihr nehmt öfter mal am Turnier teil. Bringt die Menge zum Toben. Ja, vielleicht später irgendwann nochmal. Rito hat nichts mehr zu sagen? Ja, das war mein erster Turnierkampf. Hätte so gerne gewonnen. Ja, Rito, man kann halt nicht immer gewinnen. Hab Dennis und dich kaum wiedererkannt. Wirklich ein himmelweiter Unterschied zu damals, als ihr mich in Adventure City herausgefordert habt. Durch die Reise mit Pokémon wird wirklich jeder reifer und erwachsener. Die Plasma! Was war das eben? Hinterher, komm mit Dennis! Halt! Es ist nicht notwendig, dass ihr eure Nasen in so gefährliche Angelegenheiten steckt. Es kann sein, dass er das Pokémon dabei hat, nachdem ich suche. Das ist für den Lohn meiner kleinen Schwester. Ich gehe mit ihm. Ich muss ihn beschützen. Okay. Da geht's doch irgendwo auch runter in diesem Fluchtweg oder so. Vielleicht ist er dahin. Ich begreife das nicht. Das ist kein Mut, das ist Torheit. Ihr sagt also, ein Trainer kann alles schaffen, solange er Pokémon an seiner Seite hat? Nein, nein. Kann nicht sein. Alle Trainer und Pokémon sind doch durch Pokébälle miteinander verbunden. Wenn das, was du sagst, stimmt, würde das ja bedeuten, dass Vertrauen in seine Pokémon die Pokébälle überflüssig macht. Das klingt sehr interessant. Er ist hier nach unten geflüchtet. Hier ist nichts. Und mit der Dame haben wir schon gesprochen. Hier geht's aufs Schiff. Ging das vorher schon? Nee. Ihr Schiff? Warum ist es so kalt? Außerdem sieht aus wie ein altes Segelschiff, aber das ist es nicht. So. Ey, das kann auch egal sein, Alter. Jemand euch nehme ich gleich fertig.
Hat wie eine Flunder. Ui. Ist das etwa euer Versteck? Alter! Bingo! Das ist erkannt, Alter. Deswegen sind hier so viele von uns. Sind das etwa schon alle? Ruf ruhig mehr von deinen Leuten. Hahaha, spiel dich nicht so auf. Auf geht's. Sie fertig. Plasma! Nur, dass du es weißt. Bin jetzt richtig sauer! Du bist als erster dran, Kleiner. Uiuiui, das war mal eine Ansage. Jetzt geht's los. Ein Smoggern. Ja, gegen das haben wir doch etwas. Nicht nur Michelle, sondern Nico. Weil Smoggern hat leider, glaube ich, auch Schwebe, wenn ich mich recht erinnere. Aber so eine schöne Psycho-Attacke, das wäre doch jetzt mal schön. Ja, Schlammbart. Mach das ruhig. So, Psycho-Schock. Und weg ist es. Was war ein Volltreffer? Ist das Glück mal endlich auf unserer Seite? Und tschüss. Der nächste. Los, beeilt euch. Jetzt bin ich dran. Ja, genau wie gesagt. Jetzt mein unserer Tytos dran. Da freut sich doch der Nico. Da freut er sich doch. Immer mehr Gift-Pokémon. Damals konnten wir eigentlich kaum was gegen die unterrichten. Aber jetzt inzwischen schon. Obwohl, so ein Schaufler würde ich gerne auch mal probieren. Ob das vielleicht mich auch hinkriegt? So, Schaufler. Das macht nicht viel Schaden, ist nicht sehr effektiv. Das sollte Michelle eigentlich auch hinkriegen. Ich weiß aber nicht, ob Dings sehr effektiv war. Boden gegen Gift. Ja, war sehr effektiv. War mein Gedächtnis doch noch so ein bisschen richtig. Sehr schön. Dieses Bike, es erinnert mich an den Trainer, der sich vor uns vor 2 Jahren in den Weg gestellt hat. Ja. Falls noch mehr Gift-Pokémon kommen. Ja, ich lasse einfach mal Michelle da. Ha, 2 gegen 1. Immer nicht platt. Dennis, ich möchte Ihnen zeigen, was wir zusammen erreichen können. Und unterstützt du mich dabei? Na, Sichi! Ein Doppelkampf jetzt hier! Das schmeckt doch. Ist der letzte Kampf aber, weil danach muss ich weg. Mir fällt gerade ein, dass ich eigentlich vor 5 Minuten eine Besprechung hätte. Zur Überlesungsbesprechung. Upsala! Aber wir machen den Kampf jetzt hier noch kurz fertig. Da habe ich mich dann doch ein bisschen vertan. Oh, das Bissbug. Oh, sehr schön. So, wir haben einmal das Slimer. Das können wir nicht einsetzen. Wir setzen Schaufel ein. Ich hoffe mal, das Terrybug geht mal auf das andere. Nein. Ey, da kann ich doch jetzt nichts machen. Oder kommt da noch ein weiteres Pokémon? Was geht auf uns beide? Ja, da kann ich jetzt nichts machen. Terrybug. Jetzt ist das andere angegriffen. Aber da kommt noch eins. Garne, Rockermann. Stärke wieder. Ey! Klau nicht meine Gegner hier! Ey! Ja, toll. Keine Wirkung aufgeholt. Überwechseln zu Nico. Wo ich jetzt hier nochmal. Oh, Donnerzahn hat er, sehr schön. Hol ich jetzt hier nochmal was. Ey, ich mach hier gerade gar nichts. Ich will auch mal angreifen. Theopater. Ja, toll. Ja, setze ich auch trotzdem. Ich will jetzt hier nicht wechseln. Ich sag gar nicht, ich mach hier gar nichts mehr. Ich mach hier gar nichts mehr. Da
Danke, du bist wirklich stark geworden. Ja, ich habe gar nichts gemacht. Jetzt hilf am besten Rito. Und das machen wir im nächsten Part. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Bis dahin und tschüss.